In diesem Video beziehungsweise dieser Videoreihe geht es um drei Vorträge, die ich im Rahmen eines Seminars am 11. September 2021 in Hamburg gehalten habe. Sie gelten einem Buch, das ich für einen bedeutenden Beitrag zum Materialismus halte. Nicht nur im Hinblick auf das, was wir gemeinhin historischen Materialismus nennen, sondern auch, weil es um einen Materialismus geht, der viel rigoroser auf physische Tatbestände zurückgreift oder auf sie gründet, als es im traditionellen westeuropäischen Marxismus üblich ist. Und dabei auch, wie ich meine, einige seiner Schwächen beseitigt. How the World Works ist der Titel, mit dem Untertitel Die Geschichte der menschlichen Arbeit von der Vorgeschichte bis zur heutigen Zeit. Sein Autor Paul Cockshott. Paul Cockshott hat sein Geld verdient als Computerwissenschaftler, zunächst in der Privatwirtschaft, dann an Universitäten, zuletzt an der Uni Glasgow. Er ist aber auch als Ökonom ausgebildet. Die Anzahl seiner Veröffentlichungen, nicht nur in seinem unmittelbaren Fachgebiet, ist unübersehbar. Über 200 peer-reviewte Artikel gehören dazu. Er hält einige Patente. Neben seinem engeren Fachgebiet beschäftigt er sich mit physikalischen Grundlagen der Berechenbarkeit, also Grenzen der Berechnung, Buchveröffentlichungen hierzu, Computation and its Limits, also Berechnungen und ihre Grenzen, und als Co-Autor Classical Econophysics. Wir sehen hier schon die Grenzgebiete zu anderen Wissenschaften, in denen er sich auch bewegt. Sein zweiter Schwerpunkt ist die politische Ökonomie, insbesondere Arbeitswerttheorie und ökonomische Planung. Sein mit Alan Cottrell verfasstes Buch Towards the New Socialism, auf Deutsch erschienen unter dem Titel Alternativen aus dem Rechner, wurde in viele Sprachen übersetzt, einschließlich Chinesisch und Esperanto. Es ist ein Buch, das sie begann Ende der 90er Jahre begann zu schreiben, als sie sahen, dass in den sozialistischen Ländern irgendwas vieles falsch lief. Und als das Buch dann fertig war, war bekanntlich die Konterrevolution in Europa über sie gekommen. Und es ist dann kein Wunder, wie die Autoren in ihrem britischen Humor feststellten, dass dieses Buch dann in der Zeit kein Bestseller wurde. Zurzeit beschäftigt Paul Cockshott sich besonders mit Materialismus. Und dazu wird auch bald ein Buch erscheinen. Und zu philosophischen Fragen des Materialismus. Und als aktiver politischer Mensch greift er auch in aktive politische Fragen ein. Ich selber bin Helmut Dunkhase, habe das Buch übersetzt und bin Mitglied der Max-Engels-Stiftung. Die deutsche Übersetzung des Buches erscheint leider erst 2022. Um was geht es in dem Buch? Die Welt, wie sie arbeitet, die Welt, wie sie funktioniert. Beides ist bedeutsam. Die Arbeit, der durch alle Zeiten notwendige Stoffwechsel des Menschen mit der umgebenden Natur im Sinne des Untertitels. Und zum anderen, auf welch unterschiedliche Weise, Art und Weise unter unterschiedlichen Bedingungen die Gesellschaften organisiert sind. Engels schrieb im Vorwort zur ersten Auflage von Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, nach der materialistischen Auffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Diese ist aber selbst wieder doppelter Art. Einerseits die Erzeugung von Lebensmitteln, von Gegenständen der Nahrung, Kleidung, Wohnung und den dazu erforderlichen Werkzeugen. Andererseits die Erzeugung von Menschen selbst, die Fortpflanzung der Gattung. Cockshott nimmt
dieses Diktum von Engels wörtlich. Seine Weltgeschichte der Arbeit beginnt mit den Körpern und der Zeit, die Mitglieder menschlicher Kollektive und Gesellschaften für die Sicherung und Erweiterung ihrer Existenzgrundlagen zur Verfügung haben. Das sind die grundlegenden Ressourcen. Und schon die Reproduktion der Menschen erzeugt der Vorbedingung jeder Gesellschaft erfordert Zeit und körperliche Anstrengung. Das ist die elementare Beschränkung, der jedes Kollektiv unterworfen ist. Und erzeugt eben auch bereits die erste Arbeitsteilung. Der bürgerlichen Ökonomie kommt nicht in den Sinn, dass hier bereits die Ökonomie beginnt, weil für sie nur das zählt, was sich zum einen in Geld ausdrücken lässt und zum anderen wegen ihrer individualistischen Perspektive. Ökonomie ist für sie die Welt der Individuen, die die maximale Befriedigung ihrer Bedürfnisse suchen. Existenzbedingung der Individuen ist jedoch die Gesellschaft. Ein Organismus, der in ständiger Veränderung begriffen ist, man in ihrer Infrastruktur und den Werkzeugen sehen kann, dessen Zellen neu aufgebaut werden und absterben in Form ihrer Individuen, wobei die Struktur dieses lebendigen Organismus immer gleich bleibt. Reproduktion bestimmt die Population. Populationsveränderungen können ökonomische und Machtveränderungen auslösen, wie wir im Verlaufe der Vorträge sehen werden. Wie dieser Organismus unter verschiedenen Bedingungen funktioniert, ist Gegenstand des Buches. Das Buch hat Züge eines Geschichtsbuches insofern, als die Gesellschaftsformationen in ihrer Abfolge behandelt werden. Die Abfolge der Gesellschaftsformationen wird in traditioneller Weise so zusammengestellt, wie hier zu sehen ist. Von der Urgesellschaft oder Stammesgesellschaft oder manchmal auch Urkommunismus genannt, zum Sklavenhaltertum, zum Feudalismus, zum Kapitalismus und schließlich einmündend in den Sozialismus. Nicht so recht rein passt da die asiatische Produktionsweise, mit der sich Marx auch eingehend beschäftigt hat. Er verstand darunter eine Kombination von Urgemeinschaft, Stammeseigentum mit einem höheren Eigentümer, das konnte ein höheres Wesen, ein Gott oder so etwas, oder ein orientalischer Despot in Form einer wirklichen Person sein. Cockshott geht im Wesentlichen von dieser Abfolge aus, ersetzt aber Feudalismus durch Bauernökonomie oder durch Bauernwirtschaft, weil er damit auch die asiatische Produktionsweise mit aufnehmen kann. Mit sozialistischer Ökonomie ist der bisherige Sozialismus gemeint. Doch die reale Geschichte ist keineswegs so geradlinig verlaufen. Sie ist voller Diskontinuitäten und Rückfälle. Ein etwas differenzierteres Bild sieht etwa so aus. Wir sehen hier 5 Gesellschaftsformationen, die durch Pfeil verbunden sind. Jeder Pfeil bedeutet eine Richtung, in die sich eine Formation in eine andere entwickelt hat. Wenn wir mal anfangen bei der Clan-Gesellschaft oder Stammesgesellschaft oder Urgesellschaft, dann hat es in der Geschichte den Fall gegeben, dass sie direkt in den Sozialismus gesprungen ist, wie wir im Fall der Mongolei sehen können. Sie konnte auch in den Feudalismus gehen, also eine Bauernökonomie, wie in Deutschland es der Fall war.
Und sie konnte auch übergehen in eine Sklavenökonomie, wie es in einigen Regionen Westafrikas der Fall war. Eine Bauernökonomie konnte direkt in den Sozialismus überführt werden, wie uns die chinesische Revolution lehrt. Und es gibt den, ja, für uns den klassischen Fall des Übergangs der Bauernökonomie, des Feudalismus in den Kapitalismus, wofür als klassisches Beispiel die Entwicklung im damals hochentwickelsten Land Großbritannien hier steht. Der Kapitalismus konnte sich in einen Sozialismus entwickeln, wie wir hier in unserem Land auch gesehen haben, soweit es Ostdeutschland betrifft, aus dem dann die DDR wurde. Die Bauernökonomie konnte zurück in eine Sklavenökonomie gehen, wie wir in der Römischen Republik gesehen haben. Und das Umgekehrte, den Übergang von Sklavenökonomie in die Bauernökonomie, konnten wir im späten Weströmischen Reich beobachten. Und schließlich noch den Rückfall des Sozialismus zum Kapitalismus haben wir auch hier in unserem Teil unseres Landes, der DDR, erlebt. Aber der klassische Fall ist hier sicherlich die Konterrevolution in Russland in der Jelzin-Ära. Wenn wir die Sache etwas abstrakter betrachten, sehen wir hier ein System mit endlich vielen Zuständen, nämlich 5, die im zeitlichen Verlauf ineinander übergehen können. Wären diese Übergänge mit Wahrscheinlichkeiten verbunden, dann könnten wir von einem Markov-Modell sprechen. Also ein Markov-Modell ist ein System von endlich vielen Zuständen, die mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten ineinander überführt werden können. Das ist fernab jeglicher Teleologie, die ja doch in dem Standardmodell steckt. Nicht die Vorstellung, also dass die Geschichte so ablaufen musste, wie sie abgelaufen ist und schließlich zwingend im Kommunismus endet. Die Absage einer solchen Teleologie ist auch der Grund dafür, dass am Ende des Buches von Cockshott nach der sozialistischen Ökonomie also nicht Kommunismus steht, sondern vorsichtig Ökonomie der Zukunft. Als politischer Mensch wirkt Cockshott für den Kommunismus. Als Wissenschaftler weiß er, dass die Geschichte offen ist. Die Wahrscheinlichkeiten und der Zufall, die hier ins Spiel gekommen sind, führen auf einen Begriff, der im Vorfeld für viel Aufregung geführt hat und falsche Erwartungen geweckt hat. Es ist der Begriff des stochastischen Materialismus. Zur Klarstellung: Es geht hier nicht um eine Veranstaltung über Materialismus, sondern um ein materialistisches Seminar, wenn man so will, in dem der stochastische Materialismus eine gewisse Rolle spielt. Was verbirgt sich dahinter? Ich trage 2 Ausschnitte aus einem großen, beinahe gigantischen Gedicht von Lucrez vor, also mit dem vollen Namen Titus Lucretius Carus. De rerum natura, also wörtlich übersetzt über die Natur der Dinge, meistens unter dem Titel schlicht über die Natur. Denn es beginnt von dem Himmelssystem und dem Wesen der Götter, völlig den Schleier zu ziehen und der Welt Elemente zu lehren. Denn aus ihnen erschafft die Natur und ernährt und mehret
alles auf diese zuletzt führt alles sie wieder zurück. Wenn es vergeht, wir nennen sie Stoffe und Keime der Körper oder die Samen der Dinge nach unserer Lehre Bezeichnung. Oder wir sprechen wohl auch von ihnen als Urelementen, weil aus ihnen zuerst ein jegliches wurde gebildet. Und ein zweiter Ausschnitt. Wenn sich die Körper im Leeren mit senkrechtem Falle bewegen, durch ihr Eigengewicht, so werden sie wohl in der Regel irgendwo und wann ein wenig zur Seite getrieben, doch nur so, dass man sprechen kann von geänderter Richtung. Wichen sie nicht so ab, dann würden wie Tropfen des Regens gradaus alle hinab in die Tiefen des Leeren versinken. Keine Begegnung und Stoß erführen alsdann die Atome. Niemals hätte daher die Natur mit der Schöpfung begonnen. Ich habe mich bemüht, in daktylischen Hexametern zu sprechen, wie auch es bei Lucrez vorgemacht hat und wie es auch hier die deutsche Übersetzung versucht hat nachzubilden. Zunächst ein paar Worte zu den beiden Ausschnitten. Das S hier, denn S beginnt. Mit S ist das Werk Epikurs gemeint, das Lucrez in diesem Gedicht preist. Es ist ein Gedicht gegen die Götter gerichtet, die den Menschen Angst machen. An anderer Stelle richtet er sich gegen die Macht der Priester und der verderblichen Rolle der Religion. Wir finden hier die Vorstellung, dass die Welt aus Elementen zusammengesetzt wird, den Atomen. Bei Lucrez allerdings wird das Wort Atom gemieden. Es taucht dann hier tatsächlich mal auf. Wir müssen also alle so Worte wie Stoffe, Keime, Urelemente, sowas, das sind alles Wörter, die für Atome stehen. Zum zweiten Teil. Wir sehen hier die Vorstellung vom ewigen Strom von Atomen, bei dem durch kleine Abweichungen, irgendwo und wann ein wenig zur Seite getrieben, auch Klinamen genannt, etwas Neues vom Bestand oder auch nicht entsteht. Es steckt auch ein antiteleologisches Moment darin. Ohne diese kleinen Abweichungen könnte man überhaupt nichts Neues entstehen. Nicht? Keine Begegnung und Stoß erführen als dann die Atome. Niemals hätte daher die Natur mit der Schöpfung begonnen. Nun, fast alles, was wir über Epikur wissen, wissen wir über Lucrez. Die meisten Werke von Epikur sind also verschollen. Die Materialisten hatten es in der Geschichte selten leicht, sich durchzusetzen, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Die Vorstellung, dass die Welt aus kleinsten Teilen, den Atomen, zusammengesetzt ist, geht auf Demokrit bzw. dessen Lehrer Leukipp zurück. Und damit wären wir bereits im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Das Stichwort stochastischer Materialismus beruht auf späten Gedanken von Louis Althusser. Er sprach von einem Materialism aleatoire, also die Würfel. Das ist ein Text auf ein paar losen Blättern, ohne ordentliche Überschrift, die er so in späten Jahren niedergeschrieben hat. Er blickt auf die Geschichte als einen Ablauf zufälliger Ereignisse, in gelehrterer Sprache voller Kontingenzen.
Elemente, die ihre eigene Geschichte haben, können zusammentreffen und zu dauerhaften Bewegungen führen oder auch nicht, dauerhaften Begegnungen führen. Es ist unmöglich, die Geschichte in Form eines Futur Anterieur, einer vollendeten Zukunft, zu erzählen. Also dann und dann wird es so gewesen sein. Für Althusser ist Marx nicht frei von Theologie und idealistischen Hegeleien. Er lobt Engels Werk Die Lage der arbeitenden Klassen und im Kapital von Marx das Kapitel über den Arbeitstag und vor allem das Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation. Wir werden später darauf zurückkommen. Althusser verfolgte solche Spuren, die Spuren eines solchen Materialismus bei den Philosophen Epikur, also größtenteils Vermöge Lukrez, Machiavelli, Spinoza, Hobbes bis hin zu Marx. Solche Fragen beschäftigten aber auch, und das macht die Sache für uns noch interessanter, die Wissenschaft ab dem 19. Jahrhundert. Zwei wesentliche Figuren, die in diesem Zusammenhang zu nennen sind, sind zum einen Charles Darwin und zum anderen Ludwig Boltzmann. Darwin entdeckte, dass die Entstehung der Arten nicht nach erworbenen Merkmalen, wie es Lamarck sich vorstellte, funktioniert, sondern durch natürliche Selektion. Der moderne Atomismus würde vor allen Dingen von Ludwig Boltzmann befördert. Er hat es schwer, seine molekularkinetische Theorie der Wärme, wie es damals hieß, also die Vorstellung, dass Wärme aus Bewegungen von Molekülen oder Atomen besteht, gegen die klassische Wärmetheorie, die unter Wärme so etwas wie einen Stoff verstand, durchzusetzen. Er hatte also praktisch Zeit seines Lebens zu kämpfen damit und erst nach Einsteins Arbeit über die Brownsche Bewegung wurde die Atomtheorie breit akzeptiert. Entschiedene Gegner waren übrigens Ernst Mach und Wilhelm Ostwald, also zumindest Ernst Mach ist uns bekannt aus Lenins Empiriokritizismus oder dialektischer Materialismus, in dem er die Empiriokritizisten, von denen eben Ernst Mach der ein Hauptvertreter war, insbesondere aufs Korn genommen wurde. Also für Empiriokritizisten gelten nur unmittelbare Erfahrungstatsachen wie Daten, Messergebnisse und ihre Verhältnisse untereinander. Für etwas alles andere wurde als Metaphysik abgetan. Er spricht für die Hellsichtigkeit von Lenin, dass er der Ludwig Boltzmann hingegen in dem Buch lobte. Sehen wir uns etwas genauer an, was Boltzmann in seinen Untersuchungen von Gasen herausgefunden hat. Die Bewegungen der einzelnen Moleküle sind unbekannt, aber Boltzmann konnte Wahrscheinlichkeiten ihrer Verteilung finden und damit ein Maß für den Zustand der Verteilung angeben. Das war eine statistische Interpretation der Entropie, die bis dahin rein thermodynamisch aufgefasst wurde als eine Größe bei der Wärmeübertragung. Man kann dies als die Geburtsstunde der statistischen Mechanik ansehen. Mechanisch, weil das Maß rein mechanisch abgeleitet war, denn die Moleküle oder Atome bewegen sich nach den Gesetzen der newtonschen Mechanik. Anders ausgedrückt, statistische Gesetzmäßigkeiten
treten auf den Plan, wenn das System unvollständig bekannt ist. Nicht? Die Bewegung der einzelnen Moleküle, Atome kennt man nicht. Dennoch kann man etwas über den makroskopischen Zustand und seine Entwicklung sagen. Anders ausgedrückt, Zufall, Chaos im Kleinen, aber Gesetzmäßigkeit im Großen. Oder Zeitsymmetrie im Kleinen, die Bewegung der einzelnen Moleküle oder Atome können auch genauso umgekehrt verlaufen, aber Irreversibilität im Großen. In diesem Sinne ist stochastischer Materialismus ein notwendiger Bestandteil unseres Weltbildes und unzweifelhaft dem zuzurechnen, was wir seit Engels Dialektik der Natur nennen. Zurück zur Geschichtsbetrachtung. Jede Geschichtsbetrachtung wird sich auf die eine oder andere Weise die Frage stellen, was sind die Triebkräfte der gesellschaftlichen Entwicklung? Bekannt ist das Diktum von Marx aus dem Elend der Philosophie 1847. Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten. Bekannt ist auch die Passage aus dem Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie von 1959. Ich wiederhole sie trotzdem. In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb derer sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln um. Nach Marx sind also die Produktivkräfte das aktive Element, die an den Produktionsverhältnissen rütteln. Kochschold sieht das auch so. Er spitzt sogar zu. Die Technologie bestimmt die Produktionsweise, sagt er. Aber es kommt noch ein Moment hinzu, das bei Marx nicht so eine Rolle spielt. Das ist die Demografie. Seine These also, es sind Technologie und Demografie, die alles andere einschränken. Ich werde versuchen, dies in den Punkten, die ich behandeln werde, deutlich zu machen. Wer Inhalt und Bedeutung eines dicken Buches wie How the World Works vermitteln möchte, hat die Qual der Auswahl, wenn er etwas mehr als eine erweiterte Inhaltsangabe vorbringen will. Ich hatte zunächst einige Punkte auf meinem Zettel, von denen sich bald herausstellte, dass es zu viel wird. Übrig geblieben sind nun ist Folgendes. Von den Übergängen, die behandelt werden in dem Buch, werde ich sprechen über den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus und im dritten Teil über die Ökonomie der Zukunft, Chancen für den Kommunismus. Im nächsten Video wird es also um den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus gehen.